So. Oh! Und wie? Ja, der kommt ja auch nicht. Ich glaube, die kommen da durch, oder? Warte mal. Nee. Nee, die kommen nicht da durch. Das heißt, den könnte ich jetzt als nächstes erledigen. Warte. Ich warte erstmal, bis er wieder seine Tour gegangen ist. Ja, es wird ein bisschen schwieriger jetzt. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob das das letzte Mal ist oder ob noch was kommt. Ich weiß nur, es ist nicht so ganz geil. Geisterdinger. Jetzt kann ich mal gucken, wie ich das mache. Der geht nach da. Der geht jetzt nach hier. So. Ah! Leid, dass es so lange dauert. Es tut mir wirklich leid. Aber es dauert halt noch länger, wenn die einen erwischen. Das dann wieder. Ja. So. Ich habe mir jetzt vorgenommen, den hier zu holen. Mal auf den. Oh Gott, oh Gott. Das ist kein richtiger Moment. Nein. Okay, nein. Nein! Nein! Oh, jetzt habe ich mich echt verlaufen gerade. So, jetzt mal abwarten. Oh, meine Fresse! Oh. So, ich muss jetzt nochmal dahin, wo ich, wo das Ganze... So. Ich will mich hier nochmal umsehen. Scheiße, hier war ich aber schon drinnen, ne? Ja, ich glaube schon. Oh Gott, ich hoffe, das war's jetzt. Kann die Musik mal ein bisschen... Dieser ist entspannt. Das ist mir sonst okay. So. Beobachten? Dass sowas geht? Das ist. Prozesse wurden in diesem Raum abgehalten. Das ist mir nie aufgefallen, dass das funktioniert. Oh, ich kann ja nicht hoch. Tagebuch des Richters. Warte mal, das interessiert mich jetzt. 4. Februar 1693. Alle Hexen wurden freigelassen und Gouverneur Phipps erlaubt keine weitere Verfolgung. Dennoch fürchte ich das Mädchen am meisten. Ich drohte ihr mit Drucksteinen und voller Entzücken berichtete sie mir von der Folter ihres Vaters, der sie bis zum Ertrinken unter Wasser hielt, wenn sie nicht seine Feinde beschuldigte. Ich bin also nicht der Erste, der diese Kreatur benutzt und sie fürchtet mich nicht. Jene, die die Gasse unnatürlicher Welten sehen,
scheinen ihr wie Zauberer und sie will sich nicht von ihrer Verfolgung abbringen lassen. Sie muss mit allen dem Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln vernichtet werden. Oh mein Gott, mir ist es gerade klar geworden, was das Ende noch vorbesteht. Und scheiße, ich habe keinen Bock drauf. Ich bin jetzt gerade voll unter Strom. Tut mir leid. So, ich gehe da jetzt mal nicht rein. Da ist es nämlich so. Aber doch. So, erstmal hier ein bisschen rumsehen. Vielleicht finde ich hier ja noch was Schönes für mich. Nein, da komme ich nicht da durch. Nein. So. Okay, da war ich hier. Irgendwas Schönes. Da gehe ich nicht runter, da mir fehlt nämlich noch was. Oh, ist das scheiße. Hast du mich aber erwischt. So, so möchte ich erstmal hier rein. Abwägen des Antrags. Was hat mich davon abgehalten, ja zu Ronan zu sagen? Vielleicht die Ehe in allgemein? Ich dachte immer, ich würde in dieser Welt eine unabhängige Frau sein. Vielleicht habe ich diese Möglichkeit noch nicht verarbeitet. Möglichkeit. Aber ich kann ihn nicht gehen lassen. Kann nicht. Du kannst unabhängig sein und trotzdem verheiratet. Zumindest bin ich der Meinung. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich das Thema Heirat noch nicht komplett abgeschrieben habe. Aber ich bin niemand, der... Ich bin niemand, der sagt, ich muss dringen. Höchstens muss ich dringend aufs Klo, aber mehr auch nicht. Hier war doch gerade was, oder habe ich das jetzt gerade? Okay, ich hab's verblödet. Warte. Okay, ich gehe erstmal da runter. Vielleicht finde ich die anderen. Die anderen. Warte. Die anderen zwei. Vielleicht finde ich die auch da unten noch. Nein. Geh mal wieder zurück. So. Oh Mann. Vielleicht finde ich sie hier. Ich hoffe. Warte mal. Vorsichtig. Oh mein Gott, Baxter? Ich hätte derjenige sein sollen, der dich aufhält. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bringe noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen? Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweinehund, er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise, ich versteh's nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Weißt du, wo Cassandra ist? Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht.
Oh mein Gott, sie lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst das nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Tja, nun haben wir es rausgefunden. Baxter ist tot. Hier liegt er. Oh Mann. Gucken wir erstmal hier. Zack. Baxter. Also, Glockenmörder tötete Baxter. Der Glockenmörder hat Baxter im Keller des Hauses Otters getötet. Der Mörder plant heute Nacht einen weiteren Mord mit seinem Werkzeug des Todes. Baxter hat Cassandra in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht, als der Glockenmörder für sie zur Bedrohung wurde. Baxter kannte Joy die ganze Zeit über und hat versucht, sie zu finden und sicherzustellen, dass sie nicht in Gefahr ist. Ja, okay. Ach Mann, Vibe. Lern das doch mal. Also man kann von Baxter halten, was man will. Er wusste, worauf es ankam. Also, Cassandra zu beschützen und er hat den Fall ja nie ruhen lassen. Er war ein Schwein. Boah, ich kann ja hier durchlaufen. Ich bin so. Er war ein Schwein, aber ein Polizist, der seine Aufgabe kannte. So. Nein, da gehe ich jetzt noch nicht. Ich möchte gerne Geistergeschichte. Suche im Keller nach unentdeckten Bereichen. Also es ist ein bisschen buggy, oder? Ich hab schon gefunden, aber ich will gerne gucken, ob ich hier noch was finde hier. Ja, ich trampel auf dich drauf, so wie du hier meinen Hut einfach so aufgesetzt hast. Auf deine dumme Klasse hier. Ich bin einfach nochmal. Naja, aber ich finde hier nichts. Okay, ja. Unentdeckten Bereich. Plakette des Kolonial... Das interessiert mich jetzt auch mal. Kolonialkellers! So. Der Keller im Heim eines Richters war oft ein zeitweiliges Gefängnis für Häftlinge, die auf ihren Prozess warteten. Dieser Brauch war hier sicher üblich, wo Verdächtige in den Hexenprozessen im Haus von Richter Hawthorne auf ihr Urteil warteten. Einrichtungen für eine lange Haft waren in diesen Fällen unnötig, da die Strafe für Hexerei unter englischem Gesetz immer der Tod war. Oh. So, erstmal hier mal gucken. So. Ich mag solche Gebäude sehr. Ich gehe gerne so durch sowas. Auch wenn es echt gruselig ist. Aber manchmal braucht man diesen Kick. Was zur Hölle ist hier unten passiert? Gut. So, ja. Suche die Fährte. Das. Ja. Gucken wir mal das hier. Was haben wir hier? Nehmen wir erstmal das Offensichtliche. Anklagen. Urteilen. Schweigen. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ähm,
Der rechtschaffende Mann, der rechtschaffende Zeigefinger. Der Henker zeigt wütend in die Zelle und sagt einer Angeklagten, dass er zur Strafe fertig sei. So. Gucken wir mal. So, hier. Gelöschtes Licht. Die dürften kaum etwas gegen die Dunkelheit hier unten ausgerichtet haben. Ich überlege gerade, ob ich mal weitere Dämonen begegnen werde. Ich weiß es echt nicht. Was haben wir hier? Wer hat das gezeichnet? Das Symbol des Glockenmüll, das wurde einst in der Zelle gezeichnet. Aber von wem? Wer hat das gezeichnet? Die Schweizer. Wer genau? Die hier. Eingesperrt. Flehen. Steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Gefangene Abigail. Abigail wurde hier gefangen gehalten und hält die Bestrafung für ungerecht. Ja, wir haben ja schon gesehen, Abigail wurde, also im Museum haben wir ja schon gesehen, dass Abigail verbrannt wurde. Oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ein Gefängnis im Gefängnis. Warum braucht man für jemanden in einem witzigen Zelle noch einen Käfig? Vielleicht besteht die Gefahr, dass er beißt. So. Was haben wir hier? Oh. Ja, super! Noch eins! Toll! Das ist doch... Wo ist es? Gib's mir! Das hört sich falsch an, tut mir leid. So, dann kann ich noch durch. Hä? Hier, ansehen. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Gefängnisbett. Das sieht noch unbequemer aus als meine Betten im Gefängnis. Ja, damals war alles echt ein bisschen kacke. Heutzutage. Heutzutage haben die Gefängnisse keinen Luxus, aber es sind jetzt auch nicht unmenschlich. So, ich glaube, ja, mehr finde ich nicht. Was ist hier unten passiert? Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Was? Der Typ, der mich umgebracht hat, ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder? Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Ist Abigail der Mörder? Abigail ist der Glockenmörder, aber wie kann das sein? Tja, finden wir es heraus. Also, die Kleine, die ist... Die Kleine von den Adams Family, die ist wohl... Ja. Falsche Anschuldigungen. Also, so wie ich das jetzt... Also, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, hat sie falsche Anschuldigungen gegenüber Frauen gegeben wegen der Hexerei. Bla bla bla. Und sie möchte... Und sie möchte die Hexen töten. Töten? Zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, dass dieses Beste nicht mehr einen umbringt? Ich habe keine Ahnung. Finden wir es heraus, Ronan.
Du und ich. Gemeinsam Hand in Hand finden wir es heraus. Wo ist... Aber ich erstmal möchte ich wissen, wo das letzte Ding ist. Wo ist es? Das muss doch auch hier sein, oder? Oder? Zentrale, ist Rex angekommen? Er hat eine Verdächtige zum Revier transportiert, denn wir erreichen ihn über Funk nicht. Geht auch nicht ans Handy. Nein, ist er nicht. Wir melden uns, wenn er auftaucht. Verstanden. Scheiße, wenn Rex vermisst wird. Es könnte in diesem Moment passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Geistergeschichte? Geistergeschichte? Werkzeug des Todes. Kirche, Abigail, Galgen. Keine neuen Spuren. Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Nachdem ich die Geistergeschichte aufgedeckt habe, ich glaube, hier gibt es erstmal einen kleinen Cut. Ja! Erstmal gibt es hier einen kleinen Cut. Salem war nicht die aufregendste Stadt für ein paar wilde 13-Jährige. Spielen mit meinen Freunden nach der Schule erforderte normalerweise eine gesunde Dosis Vorstellungskraft, um die enttäuschend öde Landschaft aufzupeppen. Für uns war Salems Geschichte bloß ein Haufen von Gruselgeschichten und Touristenattraktionen. Hexen existierten nicht, das wussten wir alle. Deswegen war Robbie Barnes die Lachnummer der ganzen Schule. Er glaubte tatsächlich, dass sie echt seien. Im Rückblick wünschte ich, wir hätten ihn nicht so sehr geärgert. Vielleicht würde er dann noch leben. Ich habe vergessen, wer von uns die Idee hatte, Robbie einen Streich zu spielen, aber es dauerte nicht lang und wir waren alle dabei. Meine Aufgabe war es, ein Beispiel für einen alten Zauberspruch zu finden. Es kostete mich ganze 15 Minuten. Die Bücherei besaß praktisch jedes Buch, das je zu dem Thema geschrieben wurde. Der nächste Schritt beinhaltete das Haus des Urteils. Verlassen stand es auf dem Hügel. Alle sagten, es würde dort spuken. Was es noch gruseliger machte, waren die Gerüchte, Richter Hawthorne habe die Überreste angeklagter Hexen in den verschiedenen Feuerstellen des Hauses verbrannt. Hier kam Robbie ins Spiel. Wir forderten ihn heraus, sich mitten in der Nacht in das Haus des Urteils zu schleichen und eine Handvoll Asche aus jeder Feuerstelle zu sammeln. Dann sollte er ein paar Kerzen anzünden, die Asche verstreuen und den Zauberspruch aufsagen. Wir sagten ihm, wenn er es richtig machte, würde der Zauber alle Kerzen löschen. Wenn er all das durchziehen würde und die Kerzen auch nur flackerten, würden wir uns nicht mehr über ihn lustig machen. Wir sahen, dass er Angst hatte, aber er stimmte zu. Was wir ihm nicht sagten, war, dass wir eine versteckte Kamera aufgebaut hatten, um all die unfreiwillige Komik zu filmen. Am nächsten Tag kam Robbie nicht zur Schule. Wir nahmen an, dass er den Schwanz eingezogen hatte und sich nicht unserem Spott aussetzen wollte. Dann hörte ich, dass Robbie als vermisst gemeldet wurde. Ich fühlte einen Schauer meinen Rücken herunterlaufen, als ich das Video aus unserer versteckten Kamera holte. Ich drückte Play und spulte vor, bis ich Robbie sah. Er tat genau das, was wir ihm aufgetragen hatten. Aber dann lief eine schattenhafte Gestalt vor der Kamera vorbei. Robbie drehte sich mit Schrecken um, gerade als das Bild der Kamera abbrach. Als es dann wieder da war, war Robbie fort und das einzige Anzeichen, dass überhaupt irgendwas passiert war, war die Feuerstelle, die nun in der Ecke glühte. Okay, ganz schnell raus, ganz schnell raus, ganz schnell raus, ganz schnell raus, ganz schnell raus.
So, ja, das hat jetzt echt eine ganze Weile gedauert. Das war wieder so versteckt. Es lohnt sich wirklich, wenn du es selber spielst. Du musst wirklich jede verdammte Ecke nachsuchen, wenn du diese Dinger haben willst. Komm jetzt, Dämon. Das wird mich nicht wundern. So. Wir müssen ins Museum. Sagste. So. Ladies and Gentlemen, wir nähern uns dem Ende. Genießen Sie noch einmal den Anblick dieses wunderschönen Mannes. Sie werden es bald nicht mehr genießen können. So. Da ist der Kerl tot. Dexter. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie furchtbar das jetzt war. Bin mir nicht sicher.